Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gladius. Der letzten heutigen Folge vorher kam die heutige Folge Dragon Age Origins, wo wir leider auch überzogen haben. Das heißt, morgen fällt Dragon Age Origins aus. Die Folgen von gestern kamen heute früh, aber da habe ich ja bei der vorigen Folge, also von der Gladius-Folge von heute früh, gesagt, warum. Genau. Diese Folge geht ganz normal die halbe Stunde, deswegen würde ich sagen, wir legen gleich los. Beim letzten Mal bei Gladius haben wir Urlan und Ursula gelevelt und eine Menge erfahren, deswegen auch der Name der Folge, so wie die Ligen funktionieren, Turniere funktionieren, das Leveln, das Einkaufen und ja, viel mehr war es nicht, also es war jetzt nicht gerade die spektakulärste Folge wahrscheinlich, war aber ganz okay. So, da keine Kommentare kamen, habe ich mich jetzt entschieden, zuerst zur Durchreise zu gehen. Ich möchte nämlich zuerst mal den guten Ulf, den wir kennengelernt haben, den Händler hier, fragen, wegen dem Thema Gerüchte. Weil es hieß ja, man soll ihn fragen für Aufträge eventuell. Und ich würde gerne für Ursula ein Schild holen, weil wir haben gesehen, sie könnte ein Schild gebrauchen. Das lese ich nicht vor, das haben wir letzten Part schon gelesen. So, plaudern wir. Fangen wir mit dem Plaudern mal an. Mal sehen, ob er was von zu tun hat. Ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie viele Gerüchte es in dieser Stadt gibt. Was wollt ihr denn wissen? Drei Gerüchte. Fangen wir mal von oben an. Erzähle uns von der Geschichte des Moores. Die Arena hier in Fliuch heißt das Moor. Wenn ihr euch umseht, wisst ihr, woher sie ihren Namen hat. Ich könnte euch natürlich erzählen, dass unsere Arena die beste Arena Nordax ist, aber ich würde euch und eurer Schule Unrecht tun, wenn ich euch nicht die Wahrheit sagte. Das Moor ist nichts anderes als ein düsteres, stinkendes, feuchtes Schlammloch, das auch als Schweinestall verwendet werden könnte und in der Nebensaison auch wird. Ja, wir sehen schon, wir sind hier einfach an prächtigen Orten, aber schön, dass der Ulf zu uns ehrlich ist. Wenn ihr hier kämpft, werdet ihr sehen, dass die Arena von verwitterten Holzbrettern umgeben ist, denen sie ihre Form zu verdanken hatte, die sich von Jahr zu Jahr ändert. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber die Bretter sollen vor allem verhindern, dass die Zuschauer in die Kämpfe eingreifen. Ihr kennt uns Nordmänner ja. Wir können zu einem guten Kampf einfach nicht Nein sagen. Hey, ja, das glaube ich gern, lieber Ulf. Der Schlamm in der Arena ist vom Blut der Krieger und vom Regen getränkt. Ihr solltet euch nicht wundern, wenn Felsen und Knochen aus der glitschigen Oberfläche herausragen. Ich liebe die Spiele, aber unsere Arena ist im Grunde genommen einfach nur ein Ort, an dem sich Krieger gegenseitig umbringen können, während andere Leute zusehen. Was soll ich sagen? Wir Nordax sind eben ein einfaches Völkchen. Hehe. Ja, man merkt schon, der Ulf ist so ein kleiner Spaßmacher. Und ja, umbringen wäre ja schön, aber das passiert ja nicht, wie wir wissen. Ihr könnt euch ja gar nicht... Ja, das haben wir jetzt schon gehört. Okay, also da war jetzt kein Auftrag da, aber schon mal ganz interessante Sachen übers Moor und ein bisschen Ulfs Humor. Okay, erzählt uns von Fliuch. Ihr interessiert euch also für die örtliche Geschichte, ja? Ich glaube, dass dieser alte Hund noch ein oder zwei Geschichten auf Lager hat. Wo soll ich anfangen? Zuerst einmal solltet ihr wissen, dass Fliuch die reichste Stadt in ganz Nordak ist und auch schon immer war, selbst wenn seine Einwohner etwas rau und kantig sind. Hehe. Wenn es aber immer die reichste Stadt Nordaks war, warum ist dann die Arena hier so schlecht? Also er sagt ja selber, dass die Arena de facto nur ein Schlammloch ist. Das wäre eine interessante Frage. Fliuch wurde vor langer Zeit als Handelsposten gegründet. Als aber immer mehr Leute in die Stadt zogen, hielten die Mauern immer mehr Außenstehende ab, die ihre Geschäfte stattdessen kurz vor der Stadtgrenze tätigten. Wie ihr sehen könnt, ist Fliuch zu einer Marstadt geworden, die von Sümpfen und Seen umgeben ist. Wir mussten Brücke und Stege durch die Moore bauen, um die Handelswege offen zu halten. Dank der Brücken haben wir einen genauen Überblick, wer in die Stadt kommt oder sie verlässt. Deshalb hat Fliuch nie den Schmerz des Krieges erlebt, wie so viele andere Städte in Nordak. Also eine der wenigen Städte, die nicht angegriffen wurde von Imperia, klingt so. Irgendwie hat Nordak in den bekannten Ländern einen ziemlich schlechten Ruf, hehe. Ja, super. Für die Eingeborenen ist Fliuch einfach ein
Nee, nicht einfach, aber ein wunderbarer Ort, um dort zu leben oder ihn zu besuchen. Hier gibt es die besten Tavernen, Vergnügungsviertel und Läden, wenn ich das so sagen darf. Weil wir eine Handelsstadt sind, gibt es bei uns oft Dinge, die es in dieser Region normalerweise nicht gibt. Aber in dieser Stadt regiert die Gewalt. Und wenn einem etwas nicht gefällt, dann ändert man es entweder selbst oder lernt damit zu leben. Und wieso einkaufen? Ich wollte nicht einkaufen. Zurück. Okay, da hat uns jetzt einfach aus dem Gespräch geworfen. Scheinbar, da hat jetzt auch ganz kurz das Spiel gelackt. Wird schon noch aufgenommen, oder? Ja, ist ja ganz interessant, was er zu Fluch auf jeden Fall sagt. So, nochmal die Durchreise. Ich war noch nicht fertig mit dem Reden. Ach, können wir nicht mehr reden? Ja, es ist ja seltsam. Ja, okay, dann vielleicht später nochmal. Ich will jetzt nur nochmal kurz in unsere Schule gehen. Ich will kurz sehen, ob wir weiteres im Tagebuch haben. Ah, haben wir. Das Maulgeschichte von Fluch. Gerüchte. Tag 3. Ja, keine Ahnung, warum wir jetzt, weil ich hätte gerne über das letzte auch noch geredet. Na gut, das lesen wir kurz. Das Moor. Die Arena in Fluch heißt nicht umsonst das Moor. Sie ist kaum mehr als eine stinkende und feuchte Schlammgrube, die eher an einen Schweinestall als an eine Arena erinnert. Die Arena selbst wurde aus verwitterten Holzplanken zusammengezimmert, die ihre Form von Jahr zu Jahr verändern. Die Planken sollen übrigens verhindern, dass sich die Zuschauer ebenfalls in die Schlacht stürzen. Und ja, den letzten Satz kann man nicht wirklich lesen. Gehört von Ulf die Durchreise. Das letzte kann man aber nicht wirklich lesen. Geschichte von Fluch. Fluch ist die reichste Stadt Nordax, doch ihre Bewohner sind allesamt ungehobelte Zeitgenossen. Ah, das hätte ich aber nicht gesagt. Der mag ja selber eigentlich hier sein. Vor langer Zeit wurde Fluch als Handelsstadt gegründet. Als sich jedoch immer mehr Menschen in die Stadt niederließen, trieb es zahlreiche Kaufleute in die Gebiete jenseits der Grenze. Heute ist Fluch von Sümpfen und Seen umgeben. Aus diesem Grund ist die Stadt über unzählige Brücken mit der Außenwelt verbunden. Ja, das letzte kann man leider wieder nicht lesen. Das ist ein bisschen doof gemacht. Naja. Okay, also wir haben zumindest die beiden Gerüchte. Und vielleicht können wir über das letzte später nochmal sprechen. Dann gehe ich jetzt nochmal in die Durchreise. Weil da sagt jetzt noch, wie kann ich euch höflich sein, Eure Hoheit. Dann gehen wir zu Ursula. Ich hätte, wie gesagt, gern ein Schild. Wir haben 3100 Dinare. Wissen wir es im letzten Part. Er hat eine Defensivaffinität. Ach so. Okay, wieso können wir die nicht kaufen? Oder können wir? Also mit dem Schild der Bestie zum Beispiel haben wir 4 Defensiv gegen Erde und 14 Abwehr. 4 Defensiv gegen Wasser hätten wir mit dem anderen Schild der Bestie. Ach, Held. Okay. Geht noch was anderes für ein Held? Mehr nicht? Ach, sie deswegen. Also oben ist Held markiert. Mal hier nochmal kurz gucken. Okay, jetzt ist halt die Frage. 108 Gold, 108 Dinare sind ja nicht so viel. Ja, Schutz gegen Erde oder gegen Wasser? Ich nehme mal Erde. Ich glaube, das ist relativ egal. Wir können aber noch untersuchen. Der Schild der Bestie ist ein hölzerner Schild, der mit der gegerbten Haut und den Zähnen eins oder mehrerer Tiere bedeckt ist. Okay. Ja, plus 2 Abwehr. Ist hier auch, ne? Genau. Da steht auch dasselbe. Ja, ich nehme jetzt mal das gegen Erde. So, das wollen wir kaufen. Schild der Bestie auswählen. Ja. Jetzt hat sie ein Schild. Und damit kann sie alle Fähigkeiten nutzen. Okay. Dann mehr kaufe ich erstmal nicht. Ich würde sagen, dann heuern wir Gladiatoren an. Also wir gehen zurück in das Moor. Weil wir brauchen ja einen Gladiator auf jeden Fall für die eine Liga. Deswegen rekrutieren. Ich glaube, ich nehme den Jean. Oder die Jean. Das ist, glaube ich, eine Frau. Die Gungnir. Bist du eine Frau? Ja. Sie ist eine Frau. Weil, keine Ahnung, Unterstützung, ich weiß halt nicht genau, was das macht. Weil Barbar haben wir schon, der ist Typ Mittel, das sind wir selber. Und die Banditen sind halt leicht. Aber leicht könnte zum Beispiel unser guter Urlan auch machen, weil er jetzt Wolfsgestalt annehmen kann. Ich nehme erstmal den Gungnir mit.
Da ist halt jetzt die Frage, also sie kostet 100 Dinare, wenn wir sie normal hat auch gegen Wasserschutz übrigens, 6 Schutz. Hat also 100 Dinare, wenn wir sie normal für einen Kampf erwerben. Oder 1500, dauerhaft. Danke, dass du mich ausgewählt hast, Meister. Du wirst stolz auf mich sein. Versprochen, sagt sie. Also 100 Dinare sind ja jetzt nicht besonders viel. Nur nochmal kurz, ich will kurz auf B. Schauen wir mal. 24 Trefferpunkte, 8 Schaden, 5 Stärke, 11 Präzision und 14 Abwehr, 3 Initiative, 3 also 4 Bewegungen und 3 Kon ist wahrscheinlich Konstitution. Level up bei 850. Sie erscheint mir sehr stark. Also gerade die Abwehr ist gut, die Trefferpunkte sind ziemlich gut, der Schaden ist mit 8 auch nicht so schlecht. Ja, weil ein Bandit zum Beispiel hat 7 Schaden. Nur der Barbar hat halt mehr, der hat 15. Ich nehme sie mit. Ich nehme sie mal dauerhaft mit. Ich will wissen, was die Unterstützung macht. Zur Not können wir sie ja wieder entlassen, aber ich will sie mal dauerhaft haben. So, dann haben wir noch 1492 Dinare. Und könnten die männlichen Banditen gar nicht mehr dauerhaft nehmen. Ja, wir lassen es erstmal so. Ich glaube, sie hat auch. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Ich glaube, sie hat gleiche Ausrüstung, aber schauen wir mal. Dann können wir auch gleich die Fähigkeiten sehen, die sie hat. Gladiatoren. Die Jean. Ausrüstung. Okay, sie hat Ausrüstung. Einen leichten Speer. Mit diesem Kurzspeer kannst du nur Feinde direkt neben dir angreifen. Im Prinzip ist er nur für schnelle Vorstöße zu gebrauchen. Im Gegensatz zu vielen anderen Speeren wurde er aus einem einzigen Metallbarren hergestellt. Okay. Was ist sie eigentlich? Ist sie Nordak oder Imperia? Wissen wir jetzt gerade nicht. Dann ein Schild des Parma. Der Parma ist ein kleiner Schild, der in der Ausbildung eingesetzt wird. Viele Gladiatoren verwenden ihn nur, bis sie sich einen besseren Schild leisten können. Aber nicht schlecht für den Anfang. Lammfell. Das kennen wir schon. Pelzband als Helm. Das Pelzband ist nur geringfügig besser als einfaches Leder und bietet eine gewisse magische Unterstützung. Ja, daher hat sie ihren Schutz vor Wasser, also vor dem Wassergott, vor Wasserverbundenheit. Okay, und was hat sie für Fähigkeiten? Schlagen ist klar, Standardangriff. Explodierender Wurfspeer. Oh, kostet 4, ist ziemlich teuer. Explodierender Fernangriff verursacht Schaden. Klingt aber ziemlich stark. Und langer Wurf. Wurfangriff mit normaler Reichweite kostet 1. Okay, also die Gungnir sind anscheinend klassische Fernkämpfer. Es steht ja da Typ Unterstützung. Und Ausweichen, passiv, Standardverteidigung. Das ist gut zu wissen. Wir sollten sie also möglichst aus Kämpfen raushalten. Ja, ich behalte sie erstmal. Die scheint mir recht praktisch. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die Liga, die wir beim letzten Part ja schon gesehen haben. Diese hier, die Liga der Erlösung. Weil das ist die einzige, die wir derzeit machen können. Ich will nur kurz die Geschichte sehen. Schauen wir erstmal die Details. Also, Details. Wir kriegen, wenn wir es gewinnen, 200 bis 400 Dinare und das Main Gauche oder Main Gouge. Ein Schwert. Ursprünglich war das Schwert mit seiner gekrümmten Parierstange eine reine Defensivwaffe. Aufgrund des geringen Gewichts wird es in den Arenen des Landes inzwischen aber auch als leichtes Angriffsschwert verwendet. Okay. Das klingt doch schon mal nicht schlecht, dass wir auf jeden Fall Geld und Belohnung kriegen. Schauen wir noch in die Geschichte. Fluch ist die wichtigste Stadt in Nordak und daher auch Sitz der regionalen Richter. Strafen für geringe Vergehen werden oft entlassen, nee, oft erlassen, wenn sich der Verbrecher bereit erklärt, bei den Spielen anzutreten. Die Liga der Erlösung ist zwar kein glamouröser Einstieg in die Spiele, aber neue Schulen können hier erst Erfahrungen sammeln. Ja, das, was zu uns sehr gut passt. Ich will nur noch kurz zum Arena-Zeugnis gucken. Das kennen wir schon. Und das kennen wir auch. Okay. Dann, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, wir haben noch 16 Minuten. Wir können vielleicht noch einen Kampf machen. Weil jetzt können wir hier natürlich auch alle Kämpfe machen, weil vorher brauchten wir halt. Weil hier haben wir jetzt 3 Mann. Vorher brauchten wir halt einen.
Ich fange jetzt an mit Wiedergutmachung 1 an. Also Wiedergutmachung 1 bringt uns einen Punkt, der zweite 2 und der dritte 3. Wir wissen ja, je mehr Punkte, desto schwerer. Wir fangen mal mit dem 1 an. Besiege alle Feinde. Da kämpfen 3 gegen 3. Mal sehen, wie es wird. Ja, wir nehmen alle 3. Wie kann ich sie wählen? Ach so. Ich will alle 3. Fertig. Im Aufstellungsbildschirm kannst du den Startplatz in der Einheiten festlegen. Abschaum der Erde, so heißt übrigens unser Gegnerteam. Wähle zuerst eine Einheit und drücke A, dann kannst du den Startplatz auf dem Startfeld wählen. Zusätzliche Gebiete sind markiert. Ah ja, das konnten wir beim letzten Mal nicht. Halte in der Nähe von nach Feinden aus. Ein schlechter Startplatz kann die Schlacht von schon vor Beginn entscheiden. Platziere die Einheit mit A. Weitere Informationen findest du im Liga-Handbuch. Okay, was sind erstmal unsere Gegner? Das, wüsste ich ganz gern. Ich gehe nochmal kurz zurück. Also, unser Gegner ist der Barbar Ronal. Mittel. Die Banditin Gillian. Leicht. Und eine zweite Banditin. Fendrick. Ein Bandit. Okay, also zwei leicht, ein Mittel. Das ist natürlich für uns ein bisschen unpraktisch. Das ist natürlich für uns jetzt ein bisschen... Haben wir jetzt alle gewählt? Ja, haben wir. Das ist für uns natürlich ein bisschen unpraktisch, weil wir haben Schwächen gegen... Nee, wir haben Stärken gegen leicht. Von wegen, wir haben Schwächen gegen Mittel. Okay, also Urlan. Also wir können ihn hier überall aufstellen, wo die Markierung ist. Das ist cool. Ja, Urlan hat ja viel Leben, den stelle ich gleich hier gegenüber. Ursula stelle ich daneben. Und unsere Neuankömmling, unsere Jean, stelle ich dahinter, weil sie ist ja Fernkämpferin. So, ich denke, das ist ganz gut für den Anfang. Und wir wollen jetzt mal hier weiterschauen. Ach, hier steht's. Wo und wann kann ich meine Fortschritte speichern? Rufe dazu das Pausemenü auf und wähle Speichern. Ja, toll. Vielen Dank, Spiel. Das hätte man mir auch davor sagen können. Grrr. Naja. Okay. Dann wollen wir mal eine ernsthafte Liga machen, weil die letzte war ja immer noch Tutorial. Abschaum der Erde. Befehle für Gillian. Ach, die Feinde fangen an. Ja, Gillian läuft. Kendrick auch. Und bei uns fängt der Urlan an. Jetzt will ich nur kurz gucken, was der Urlan alles kann. Also, schlagen und passen, ist klar. Dann hier... Kommen wir zu Angriffsangriff 1, den haben wir eben gelernt. Und hier die Wolfsgestalt. Die brauchen wir aber in dem Fall nicht. Und der Luftverbundenheitsangriff. Okay. Kann jemanden angreifen? Die kommen auf jeden Fall eher. Ja, dann gehe ich mit ihm erstmal so weit vor, wie es geht, würde ich sagen. Nee, ich will nicht kommen jetzt ins Angriff. Ich will schlagen erstmal. Bis hier kann er gehen. Okay. Dann geht er erstmal bis hier. So, unsere gute Ursula. Wollt ihr denn den hohen Tritt drin? Erstmal nach vorne machen. Ah, hier. Kostet 3. Beim Angreifen. Hier ist das Selbststärken. Das machen wir natürlich als erstes. Wie immer. Und da kommt jetzt der Barbar. So, hier ist die neue, unsere Jean. Die würde ich halt gerne gern immer weiter weglassen. Also hier hat sie die Würfe und den explodierenden Wurfspeer. Oder kann sie viel angreifen? Kriegt sie die schon? Schauen wir mal, explodierende Wurfspeer. Nein, kriegt sie nicht. Okay, dann werde ich mit ihr passen, tatsächlich. Mit ihr will ich nämlich nicht vorgehen, wenn sie nicht muss. Passen. So, die gehen weiter. Urlan ist dran. Urlan könnte jetzt den ersten angreifen, den einem Banditen. Ja, warum nicht? Können wir ja mal jetzt ins Angriff angreifen? Nein, könnten wir nicht. Ja, jetzt kommst du, wissen wir schon. Okay. Schlagen und los geht's. Er hat ja einen Vorteil gegen ihn. Na, das war dumm. Da war ich leider zu früh. Schade. Aber die Guten hier haben schon angefangen zu jubeln. So. Explodierender Wurfspeer, geht das?
Sie kann ja noch nicht angreifen, ne? Langer Wurf auch noch nicht. Ja, sie muss warten. Die gute Jean muss warten. Passen. Weil, wie gesagt, ich will sie nicht in den Kampf schicken, wenn sie nicht sein muss. So, die laufen nur. Und der Bandit hat uns angegriffen. Das ist doof. Ja, du bist mega unglaublich. Können wir ihn angreifen? Können wir nicht. Können wir ihn vielleicht mit langen, hohen Tritt angreifen? Nee. Oder? Nee, können wir nicht. Okay, dann gehst du nur näher, weil die Selbststärkung ist ja drin. Geh mal hinter ihn. So, der Ronald kommt. Aua. Hat sehr stark unseren Ulan verletzt. Aber mir gefällt nicht, dass die um Ulan so einen Kreis schließen. Kann ich jetzt werfen? Ah, ich will doch werfen. Okay, da ich nicht werfen kann, gehst du mal ein bisschen vor. Gehst du mal hinter Ursula. Da wird Ulan jetzt von drei Seiten verprügelt. Das ist nicht gut. Halte aus, Ulan. Wir helfen dir. So, er ist dran. Ich will jetzt als erstes mich um den Kendrick kümmern. Obwohl, der ist im Rücken. Dann kümmere ich mich jetzt um die... den Ronald. Weil der ist ja mittel. Der ist am gefährlichsten. Das war ein sehr guter Angriff zumindest. Und Ursula ist dran. Sie kann jetzt den Kendrick im Rücken angreifen. Das ist gut. Dann nehme ich gleich mal den hohen Tritt. Pam! Hoher Tritt. Schild zerstört. Oh cool. Das hat was gemacht. So, langer Wurf. Können wir jetzt angreifen? Glaube. Ja, können wir. Explodierender Wurfspeer. Komm, probieren wir das. Was? Immer noch? Warum nicht? Ja, dann probieren wir es mal mit dem langen Wurf. Geht das? Ach, grrr, warum geht denn das nicht? Okay, dann gehst du noch einen Schritt vor. Wir verlieren gerade wieder, leider wieder Beliebtheit. Und wie gesagt... Ja, Ulan, du musst weitermachen. Leider ist er auf Gelb. Der wird halt gerade ordentlich verprügelt. So, mit wem sind wir dran? Ulan. Wehrt dem Barbaren los, weil der ist wie gesagt am gefährlichsten. Den müssen wir weghaben. So, und Ursula, du darfst mal einen normalen Angriff machen. Diesmal keinen Tritt. Weil der Tritt ist, glaube ich, eher so ein Supporter. Tod von hinten. Ja, Tod von hinten. Ja, du bist gleich tot, mein Lieber. Komm schon, Ulan. Du wirst es schaffen. Er wird halt gerade dauernd verprügelt von allen Seiten. Das ist total scheiße. So, Jean ist dran. Darf Jean jetzt endlich mal werfen? Sie muss doch da treffen können. Warum denn nicht? Sie ist doch ein, sie macht doch Wurfsperre. Das. Ah, Mann. Ja, dann stelle ich sie mal hier hin. Ja, ich kann nicht. Vielleicht bin ich zu blöd, aber ich check das nicht ganz. Dann gehe ich trotzdem hier hin. Das ist total beschissen. So, Ulan ist wieder dran. Weiter auf den Journal. Er könnte halt drauf gehen. Das war leider kein guter Schlag. Und wir verlieren Beliebtheit. Jetzt ist er auf Rot. Ursula wäre mal wieder ganz cool. Gillian, er lebt noch, aber nur knapp. Ja, du bist völlig unglaublich. Mann, hört auf, Ulan zu verprügeln. So, liebe Ursula. Wehrt den einen Banditen los. So. Der ist erledigt. Leider ist halt Ulan ziemlich verschüttet gewesen. Gillian ist wieder dran. Und haut ihn noch nicht um. Das ist gut. Ulan ist dran. Ja, greifen wir Ronald an. Der muss sterben. Dann nehme ich jetzt mal den Kombinationsangriff auch. Weil den können wir nämlich. A. X. Das hat ja super geklappt. Mann, das hat ja gar nicht geklappt. Okay, darf ich jetzt endlich mal angreifen? Langer Wurf. Ja, ich darf. Endlich. Okay, liebe Jean. Erledige den Journal.
Beeil dich, nimmt mit der Zeit ab, also Y und A, Kraftanzeige. Hat ja super geklappt. Aber er ist trotzdem erledigt. Ja, ich glaube, ich muss das ein bisschen üben. So, Ursula ist dann dran. Und mit ihr greife ich gleich Gillian an mich. Sie hat zwar keine Kraft mehr. Aber sonst stirbt, sonst geht Ulan K.O. Das will ich nicht. Die muss jetzt schnellstmöglich weg. Ich glaube, ich muss ein bisschen üben mit den Kombis. Sie greift Ursula an. Schön. Das habe ich gehofft. Dann ist der Ulan nämlich noch am. Noch ganz fit. Jetzt probiere ich nochmal den Kombinationsangriff. Kann er? Ja, kann er. Ich weiß leider nicht, wann ich drücken soll. Verdammter Imperianer. Richtig. Kannst du ihn erreichen? Nee, du kannst ihn nicht erreichen. Okay. Dann gehst du wieder ein bisschen vor. Ich würde sagen, hierhin. Aber sie konzentriert sich jetzt auf Ursula, das ist schön. Weil dann kann Ulan ganz normal angreifen. Ich gehe jetzt wieder auf einen normalen Angriff. Damit kann er sie nämlich erledigen. Erst in den Kombinationsangriffen müssen wir üben. Daneben. Aber Schild zerstört, schlecht. Okay, Ursula. Dann beende du es bitte. Ach, kann sie nicht. Trotzdem. Greif ihn trotzdem an. Greif die Bandite trotzdem an. Doch, die ist erledigt. Puh. Erster Sieg in einem richtigen Turnier. Aber das war jetzt schon deutlich schwieriger als vorher. Muss ich sagen. Also es mit dem Wurfschwert mit dem Kombinationsangriff muss ich üben. Das hätte besser laufen können. 115 Dinare haben wir bekommen. Für unseren bemerkenswerten Mut und ja. Für unseren bemerkenswerten Mut und unsere außerordentliche Tapferkeit. Und Gina hat 75 Erfahrungen bekommen. Also 75 Erfahrungen. Ursa 517. Urla 967. Alle anderen 22. Das war ziemlich schwer. Wir hätten noch 3 Minuten. Ich gucke mir den zweiten Kampf mal noch an. Da haben wir halt es mit 4 Gegnern zu tun. Was kriegen wir da als Preis? 200 bis 500 Dinare. Was war im ersten als Preis? 100 bis 300. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie gut man kämpft. Okay, ich will nur kurz gucken. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen. Also leicht ist es nicht, man merkt es schon. Was sind denn unsere Gegner hier? 4 Gegner. Die Banditin Morvin, der Bandit Kendrick, der Bandit Irv und der Barbar Ronald. Also ja, 3 Banditen, ein Barbar. Okay. Machen tun wir das jetzt nicht mehr. Wir verlassen die Schlacht wirklich, weil ich glaube, in 2 Minuten schaffen wir das nicht. Ich meine, wir würden die Liga trotzdem schaffen. Wir bräuchten insgesamt 4 Punkte. Wir könnten natürlich auch Wiedergutmachung 3 machen, dann hätten wir halt gleich die 4, aber ich wähle halt immer alle. Okay. Wir haben übrigens jetzt 7% Popularität, sehe ich gerade hier unten. Mit 15 können wir Blitzzirkus und Wettbewerb der freien Völker machen. Okay. Dann werden wir beim nächsten Mal weiterspielen bei der Wiedergutmachung und werden jetzt dann gleich speichern. Ich will jetzt noch mal kurz ein Rekrutieren gucken. Ah, jetzt ist ja auch ein Wolf drin. Typ Bestie. Kostet 150 Dinare bzw. 750 dauerhaft. Hier ist auch noch mal ein Wolf. Ich glaube, hier kommen immer zusätzliche zufällige Bambam, Bandit, nochmal ein Gungnir. Ja, schauen wir dann beim nächsten Mal. Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare Tipps schreiben. Und dann schauen wir mal. Ich will jetzt nur noch mal kurz, ganz kurz in die Durchreise gehen. Ja, wir können immer noch nicht mit ihm über die Gerüchte sprechen. Ich glaube, ich speichere jetzt mal heute in einem extra Tab. Also jetzt gehen wir erstmal hier drauf, tun Spiel speichern. Ich glaube, ich speichere jetzt in den zweiten Slot. Nur für den Fall mit dem Reden. Dass wir halt mit ihm alles reden können. So mache ich das. So, Tag 4 war das jetzt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider habe ich ein bisschen verkackt bei dem Kombinationsangriff und bei irgendwie dem Umgang mit der Gungnir, also mit der Wurfspeer-Bestie.
Trägerin. Wir haben zwar knapp es geschafft, aber Ulan wäre fast gestorben. Da müssen wir bei den nächsten Kämpfen es auf jeden Fall besser machen. Aber sonst war es ja eigentlich okay, der Part. Auch wenn jetzt nicht so viel passiert ist. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass auch diesmal euch das wieder gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Wie gesagt, morgen nur zu Gladius. Und am Sonntag dann zu beiden Folgen wieder. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.